Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps setzt auf junge und international unerfahrene Spieler. Als Führungsfigur unterstützt er Franck Ribéry. Im Test gegen Deutschland am Mittwoch soll er als Routinier seine Mannschaft dirigieren. Die Deutschen sind seit einigen Jahren sehr stark und haben in großen Wettbewerben einiges erreicht. Ich denke, dass sie ein eingespieltes Team sind, dadurch, dass sie seit Jahren mit den gleichen Spielern agieren. Alle kennen sich sehr gut. Und er kennt sie auch gut, denn Ribéry trifft auf einige seiner Mannschaftskollegen. Besonders häufig wird er es wohl mit Philipp Lahm zu tun haben. Wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr lange. Er ist ein sensationeller Fußballer, einer der besten in Europa, vielleicht auch auf der Welt. Und deswegen eine schwierige Aufgabe, wenn es so kommen sollte. Und ja, ich freue mich drauf. Ich glaube, er freut sich auch drauf. Und es wird ein interessantes Duell. 7 Vorlagen, 4 Tore in dieser Saison, allerdings beim FC Bayern München. Es ist der ewige Vorwurf, Ribéry spiele bei der Nationalmannschaft nicht so gut wie bei seinem Verein. Mit den Bayern spielt er seit Jahren auf hohem Niveau. Er genießt dort volles Vertrauen, das er im französischen Team in der Vergangenheit vielleicht nicht immer hatte. Aber wir haben sehr viel miteinander gesprochen. Schulterschluss mit dem Enfant Terrible, ein Spitzname, den Ribéry nach einigen Eskapaden, wie beispielsweise der Spielerrevolte bei der WM 2010, nicht so schnell los wird. Ribéry will beweisen, dass er seiner Rolle als Führungsspieler bei der Equipe Tricolore gerecht wird.